Aloha und weiter im Text mit Bioshock. Wo müssen wir hin? Wir folgen einfach dem Pfeil. Denn hier war ich schon. Hier war ich ja gerade. Denn wir sind in Arcadia, aber ich habe irgendwie vergessen, warum ich in Arcadia bin. Naja, wird schon seine Gründe haben. Hier kann ich hin. Schrot. Eine Leiche. Eine eingebuddelte Leiche. Eine in Dünger eingebuddelte Leiche. Will mir das was sagen? Ich weiß es nicht. Geld. Geld nehme ich gerne. Denn Geld habe ich erst vor kurzem aufgebraucht. Saturnjünger, lauft! Hä? Wer soll laufen? Wow, damit konnte ich jetzt gerade gar nichts anfangen. Eine Uhrenwend? Antipersonenkugeln kann ich anfertigen. Cool. Cool. Das finde ich spontan cool. Muss ich nur das Zeug für finden und kein Geld ausgeben. Was gibt's denn hier so Schönes? Oh, wow. Natürlich. Natürlich. Oh, hier ist was? Hier war doch gerade was. Ach, die Lagerkiste. Sonst nichts? Warum war das so gut geschützt, wenn hier sonst nur ne, wenn hier nur eine Lagerkiste ist? Oh. Dupdidu. Wow. Ich höre ein Big Daddy. Ich höre ein Big Daddy. Und ich höre eine Little Sister. Noch viel besser. Mr. Bubbles? Ich wäre voll dafür, dass der Houdini, der Leadheadsblaster da gegen den Big Daddy kämpft. Ja! Das bedeutet nämlich, dass sie ihn schwächt und er schmeißt mit einer Granate. Das ist nicht gut! Jeder hat eine geheime Schwäche, aber mit Photographs Eye 2 bleiben sie nicht länger geheim. Erstmal in die Gendatenbank. Und eine Little Sister. Wow. Schauen wir mal, wie wir die am besten erledigen. Ich würde gern sehen, was ich für... Naja, okay, dann nicht. Bitte. Bitte. Oh.
Wow, er hat mich nicht einmal getroffen. Oh, es tut mir leid, aber es ist so... Ja. Nicht weinen. Aber ich brauch den Adam und wenn ich dich rette, dann geht's dir auch besser, wirklich. Doch. Hi. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen. Warum hast du deine Spritze dabei und das kleine Mädchen lässt sie liegen? Zeit für die Haie, süßer Engel. Safecracker ist eines der beliebtesten Produkte von Hexsmart, da es dir Zugang zu Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen. Werden sie zum Meister aller Stationen. Cool. Warum wurde die Musik gerade so episch und so gruselig und so überhaupt? Oh Gott, so viel Zeug. Ich nehme erstmal ein Gesundheitsupgrade. Ja? Das Meatslot. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Das will ich aber eigentlich gar nicht, weil ich möchte das hier, Winter Blast. Frieren Sie Ihre Gegner ein und schlagen Sie sie in 1000 Stücke. Gut, dann... Körpertonika-Slot. Das war genau das, was ich nicht wollte. Da. Jetzt habe ich kein Eve mehr. Wow, wie geil! Hier kann ich rein. Zeug! Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Ja, jetzt bist du sauer, ne? Was schießt er auf mich? Sprich lauter. Wer ist das? Hihihihihi. Von wo? Aua! Ja, das ist nämlich, ich wollte gerade ein bisschen konzentrieren. Das war, was ich gelesen habe, in einem der Tipps. Wenn man nämlich Maschinen, die man hacken möchte, einfriert, dann läuft die Flüssigkeit viel, 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 viel langsamer.
Ist ja auch logisch. Finde ich sehr cool. Gegen wen kämpfen ihr da? Okay. Nehmen wir. Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Oh, Scheiße. Wow. Wenn ich Feuer benutze. Nö. Nein. Ach, Manu, mach doch mal das, was ich will. Okay, hier geht's nicht durch. Oh, hi. Oh, hier ist der Sicherheitsnotschalter. Gut zu wissen. Jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. Ah, hier liegen Kontaktminen. Das ist gut. Und hier liegt der Litetsblaster, den ich erschossen habe. Sehr schön. Ah, hier will ich durch. Mann, mach doch einfach mal das, was ich sage. Oh. Oh, die arme Katze. Och, was haben die gegen Katzen? Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Ich kann Richard fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo Square eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun könne. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Rapture zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Ja, verstehe. Ups, das wollte ich nicht. Hier. Hätte ich vorher machen sollen. Oder den... Wow, Fuggish-Splicer zu mir hochlocken. Egal. Hihi. So, und jetzt nur noch du. Ach, Nase juckt. Und ja, wow, wir sind ja richtig weit gekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Bioshock Ovary.